Wir kennen alle das Gefühl der Euphorie, wenn wir etwas wirklich wollen und motiviert sind, es uns zu holen. Was auch immer das ist in unserem Leben, sobald wir Blut geleckt haben, soll uns nichts mehr aufhalten und wir sind bereit, alles zu geben. Wir lassen keine Gelegenheit mehr aus, weiterzukommen. Und wenn uns jemand oder etwas aufhalten will, dann wird unser Kampfgeist geweckt. Wollen wir uns Wissen aneignen, so lernen wir, bis wir nicht mehr können. Wollen wir Geld für etwas sammeln, dann arbeiten wir bis zum Umfallen. Und wenn wir in einem Sport das Beste aus uns herausholen wollen, dann sind wir bereit, dafür zu schwitzen, zu leiden und zu bluten. Doch was ist, wenn genau dieser Wille, alles zu geben, nun kontraproduktiv ist? Was ist, wenn man eben nicht alles geben darf, um so weit wie möglich zu kommen, sondern nur 60% oder 80%? Was ist, wenn hier nicht gilt, je mehr, desto mehr? Unsere Intuition und unser Enthusiasmus steht nicht über unserer Rationalität. Vielleicht müssen wir lernen, auf die Bremse zu treten, um schneller zu sein. Reps in Reserve oder auch RIR, RIR genannt, ist eine Bezeichnung der YouTube-Fitness-Generation und in den letzten Jahren in aller Munde. Es gehört zum Lager des Science-Based-Trainings und stellt sich mit der einhergehenden Erkenntnis gegen die altherkömmliche Auffassung, dass man nur mit hartem und intensivem Training, bei dem man grundsätzlich ans Limit geht, Erfolg haben kann. Es gibt viele Videos zu den entsprechenden Studien, welche Indizien dafür liefern, deswegen hier nur eine Übersicht über die Ergebnisse. Die Studien, sowohl mit fortgeschrittenen Krafttrainierenden als auch Anfängern, haben Indizien dafür geliefert, dass es kaum einen signifikanten Unterschied ausmacht, ob man bis zum Muskelversagen trainiert oder bis zu 3 Wiederholungen davor aufhört. Die Studien, sowohl mit fortgeschrittenen Krafttrainierenden als auch Anfängern, haben Indizien dafür geliefert, dass es kaum einen signifikanten Unterschied ausmacht, ob man bis zum Muskelversagen trainiert oder bis zu 3 Wiederholungen davor aufhört. Eine Studie hat gar Indizien dafür geliefert, dass es sogar kontraproduktiv ist, immer und in jedem Satz bis zum absoluten Muskelversagen zu trainieren. Der Hintergrund dieser These und auch den Ergebnissen ist eindeutig die geforderte Regeneration, die nun mal ein Training benötigt, bei dem man in jedem einzelnen Satz bis zum absoluten Muskelversagen geht. Das setzt dem zentralen Nervensystem ungleich mehr zu, als es einen erweiterten Reiz für den Muskelaufbau liefert. Und das legt natürlich die Schlussfolgerung nahe, ob man überhaupt bis zum Muskelversagen trainieren soll oder das nicht lieber lässt und dafür ein wenig mehr regenerative Ressourcen hat. An dieser Stelle empfehle ich vor allem YouTuber wie Jeff Nippert oder Renaissance Periodization, um diesen Thesen veranschaulicht zu bekommen, oder im deutschen Raum jemand wie Brozep, der das in einem Video erklärt hat, wo wir gleich noch zu kommen werden. Doch wie immer im Fitness-YouTube-Bereich wurde die Rechnung ohne den Wirt gemacht, beziehungsweise die Interpretation der Studie ohne die Wissenschaftler. Antithese. Warum zeigt es sich in der Praxis so eindeutig, dass ein härteres Training zu mehr Erfolg führt? Oder anders ausgedrückt, dass diejenigen, die in der Regel härter trainieren und regelmäßig bis zum Muskelversagen und darüber hinaus auch meist wesentlich erfolgreicher sind, also muskulöser sind. Warum merken vor allem Trainer, die seit Jahrzehnten Athleten trainieren, dass diese weiterkommen, wenn sie intensiver trainieren? Für die meisten Pro-Bodybuilder wäre es eine Nachricht des Himmels, wenn sie plötzlich im Training weniger Gas geben müssten und sich mehr schonen könnten, um die gleichen oder sogar bessere Effekte zu verzeichnen. Ich werde hier nun erklären, wie es zu solchen Fehlinterpretationen kommen kann. Ein Mangel der klaren Definition von hart trainieren und auch bis zum Muskelversagen. Jetzt mag man leicht denken, was ist daran anders auszulegen, bis zum Muskelversagen zu trainieren? Also buchstäblich, bis ich nicht mehr kann. Schaut euch dazu gerne auch mal dieses Video auf meinem Kanal an, aber hier die Kernaussage in Kürze. Es gehört viel Erfahrung und auch Fähigkeit dazu, bis zum wahren Muskelversagen zu trainieren. Sowohl mental als auch physisch muss man das gelernt haben. Konnten die Athleten der Studie das wirklich? Wie wurde es überprüft? Sollten die erfahrenen Probanden zuvor nicht so trainiert haben und auch jünger der Fitness-YouTube-Generation sein, dann werden sie damit überfordert gewesen sein. Ungleiche Verhältnisse durch angestrebte Gleichheit. Klingt wie ein Widerspruch, oder? Daran lässt sich aber erkennen, wie extrem genau man bei Studien hinschauen muss und auch diese konzipieren muss von vornherein. Man hat bei den Studien die Bedingungen versucht, so gleich wie möglich zwischen den Probanden zu schaffen. Also der gleiche Trainingsrhythmus, die gleichen Trainingspläne, Anzahl der Übungen, Sätze, Wiederholungen etc.
Das gilt sogar so weit, dass man auch getestet hat, wie bei einem Probanden die beiden Gliedmaßen unterschiedlich wachsen durch verschiedene Belastungen der einzelnen Seiten. So hat man einen Oberschenkel bis zum Muskelversagen trainieren lassen und den anderen mit Reps in Reserve von 3, also die Beine unterschiedlich trainiert. Also mal ehrlich, das klingt doch nach einem absoluten Totschlagargument, oder? Eben nicht. Denn genau darin liegt die Ungleichheit. Trainiert man bis zum Muskelversagen, belastet man nachweislich das ZNS wesentlich mehr, setzt einen größeren Reiz durch mehr Zerstörung von Muskulatur und benötigt auch mehr Regeneration. Da sind sich bereits alle einig, das haben wir schon zuvor geklärt. Doch bei diesen Studien wurde dies nicht berücksichtigt. Beide Athleten haben die gleiche Regenerationszeit gehabt, sowohl zwischen den Sätzen als auch bis zur nächsten Trainingseinheit. Auch das Volumen war gleich. Dabei muss der härter Trainierende weniger Volumen absolvieren, normalerweise. Trainiert man hart, so fällt das Training und damit der Trainingsplan anders aus. Das haben bereits Mike Mentzer und Dorian Yates in den 80ern erfolgreich gezeigt. Oh ja, das war science-based. Auf meinem Kanal findet ihr viele Videos zu dem Thema, wie man hart trainiert und wie ein HIIT-Training aussieht. Kurzum, wenn der linke Oberschenkel die gleiche Pausenzeit bis zum nächsten Satz bekommt, hat aber bereits 3 Wiederholungen mehr gemacht und ist wesentlich erschöpfter, wie kann man das noch gleiche Bedingungen nennen? Wir merken uns also vor allem, wer härter trainiert, braucht mehr Regeneration. Keine Langzeiteffekte. Die große These hinter einem harten Training und die Begründung, warum die meisten Profi-Bodybuilder genauso trainieren, liegt in dem langfristigen Erfolg. Selbst wenn über einen Zeitraum von 2 Monaten die Erfolge gleich sind, wer sagt denn, dass beide Methoden auch langfristig zu den gleichen Ergebnissen führen? Irgendwann braucht der Körper neue Herausforderungen und größere Reize. Darüber hinaus gibt es Indizien, dass die höhere Belastung zu einem erweiterten Training des ZNS generell führt, sowie zu einer Vermehrung der Satellitenzellen im Muskel. Dies wiederum fördert das Potenzial, immer neue und größere Reize für das Muskelwachstum zu setzen. So kann es sein, dass der Athlet, der nach 5 Jahren immer hart bis zum Muskelversagen trainiert hat, plötzlich immer noch weiter wächst. Während der Reps in Reserve Athlet nach 5 Jahren weniger Fortschritte macht, auch wenn bis dahin fast alles gleich war. Doch das kann er nun nicht mehr nachholen. Ein Indiz dafür zeigt die Praxis, wo eben die größten Schränke doch alle ohne Reps in Reserve trainieren, während die anderen meist fit aussehen, gut gebaut sind, doch den Grad an Masse nicht erreichen. Dann heißt es aber immer ganz schnell, der nimmt doch was. Naja, zumindest hier auf YouTube. Das Ratespiel um die Reps in Reserve. Selbst Brozek zeigt auf, wie wahnsinnig schwer und von Variablen das pure Raten um die genaue Wiederholungsanzahl ist. Es gibt viele Videos auf YouTube, die einzig und allein davon handeln, wie man sicher sein kann, wie viele Reps in Reserve man tatsächlich hat. Echt jetzt? Alleine das zeigt, wie unsicher das Ganze ist und das führt uns zu einem entscheidenden Vorteil des Muskelversagens. Auf Nummer sicher gehen. Im Prinzip ist es wie bei vielen Dingen im Bodybuilding. Da wir keine Körpertransparenz haben, müssen wir auf Nummer sicher gehen, wenn wir den Erfolg wirklich wollen. Dies gilt zum Beispiel bei der Ernährung und ist ein Hauptargument für Supplements. Sind sie nötig? Nein, nicht unbedingt. Es ist nötig, so viel Protein zu nehmen? Nötig, ERAs im Training zu sich zu nehmen? Nicht unbedingt. Aber es sichert ab. Besser 23 Stunden am Tag zu viel drin gehabt und einfach ausgeschieden, als auch nur 1 Stunde zu wenig und Gains verpasst zu haben. Zum letzten Argument. Das Ganze ist auch ziemlich idiotensicher. Und zwar, gerade wenn du viele Wiederholungen machst, gerade wenn du dich nicht so gut einschätzen kannst, geh einfach zum Muskelversagen und dann hast du auf jeden Fall intensiv genug trainiert. Ne? Dann wäre es idiotensicherer, einfach zum Muskelversagen zu gehen, weil dann muss man sich mit dem ganzen Kram gar nicht beschäftigen. Aber die Leute, die das Video hier schauen, ihr wollt das Beste aus euch rausholen. Hier machen wir jetzt mal genau das Umgekehrte und es gilt genauso. Im Prinzip ist es nicht, bis zum Muskelversagen zu trainieren und Reps in Reserve zu lassen, idiotensicher. Denn man muss nicht seine Regeneration auf 100% bringen. Für alle da draußen, die also keinen Bock haben, so viel zu geben, die ihre Ernährung nicht auf 100% bringen wollen und denen das nicht so viel wert ist und das Maximum rausholen wollen, für die ist es bestens geeignet. Aber die, die das Maximum rausholen wollen, die sollten alles auf ein hohes Level bringen. Und dann kommt man nicht um Muskelversagen vorbei. Warum sind die krassesten Körper in einem Studio immer die, die bis zum Muskelversagen trainieren? Und nebenbei auch nur einmal die Woche. Nicht, weil es die Steroid-Bodybuilder sind, sondern weil die sich mehr darum kümmern. Training, Ernährung, Wissen ansammeln,
Zeit für Regeneration nehmen und so weiter. Dennoch gibt es auch Einschränkungen. Bis zum Muskelversagen zu trainieren, ruiniert in den letzten Sätzen meist die Form. Bei manchen Übungen ist das okay und sogar gut, bei anderen weniger. Kreuzheben und Kniebeugen zum Beispiel trainiert man eigentlich nie bis zum Muskelversagen. Und wer das tut, nun ja, der geht ein ganz schön großes Risiko ein. Ich persönlich never. So, ich hoffe, das gibt euch mal einen anderen Einblick auf die sogenannten Reps in Reserve, die so ihr Unwesen treiben in der Szene. Wem das Video gefallen hat, der ist natürlich gerne eingeladen, einen Like dazulassen. Und wem vor allem diese Art des Videos gefällt, bitte schreibt's mir in die Kommentare und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch keine anderen Videos und schaut euch natürlich auch mal bei den bisherigen Videos um. Da ist vielleicht so manch ein Thema bei oder auch Schätze, die genau das sind, was ihr sucht. Nun ja, ich verabschiede mich jetzt, sage mal bis bald, euer Gotti.